Natürlich fehlst du mir, Liebling. Das ist der verlassenste Platz auf Erden. Das Aufregendste, was je passiert, ist, dass es mal nicht regnet. Tut mir leid, Liebling. Hier kommt gerade Arbeit. Was zum Teufel ist das? Komm mal her, Pete. Wir haben hier einen dicken alten Asteroiden auf direkten 3 Wochen Kollisionskurs mit der Erde. Asteroid wurde Attila genannt, nach dem großen Hunnenkönig, der kurz vor dem Fall des Römischen Reiches Europa verwüstet hat. Attila wurde zuerst von einer Beobachtungsstation auf Borneo gesichtet. NASA-Quellen verlauten, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes mit der Erde 99% beträgt. 5, 4, Sendung, 2, 1... Das Shuttle ist gestartet. Für eine solche Mission wurde das Shuttle nicht entwickelt, aber wie Commander Boston Low gestern Abend in einer Pressekonferenz sagte: Wenn das Shuttle die letzte Hoffnung der Menschheit ist, dann wird es den Job übernehmen müssen. Boston! Captain Low! Nur die Ruhe, Herrschaften. Lassen Sie mich das Landungsteam vorstellen. Ludger Brink ist ein bekannter Geologe. Er wird die Daten auswerten, um die exakte Position der Sprengsätze zu ermitteln. Wir müssen sehr präzise vorgehen. Wir wollen Attila ja nicht in 1000 Teile sprengen. Denn wenn wir das tun, werden einige Teile mit Sicherheit die Erde treffen, mit schrecklichen Folgen. Und Maggie Robbins muss ich Ihnen wohl nicht mehr vorstellen. Sie ist vermutlich die bekannteste Journalistin der Welt. Maggie, Sie haben einmal gesagt, dass Sie sich niemals irgendeiner Zensur fügen würden. Jetzt stehen Sie unter dem Kommando der NASA. Miss Robbins Berufung ist und bleibt der Journalismus. Aber auf dieser Mission... Ich glaube, dass ich die Frage auch selber beantworten kann, Commander Low. Danny, ich bin für diese Mission ausgebildet worden, um bei der Befestigung der Sprengladungen zu helfen. Wenn ich zurückkomme, bin ich wieder Reporter und werde Ihnen alles darüber berichten. Aber während der Mission bin ich Teil der Mannschaft und werde Commander Low Gehorsam leisten wie jeder gute Soldat. Das könnte die größte Story von allen werden. Maggie Robbins leistet Gehorsam. Aus ihren Lebensläufen geht hervor, dass Professor Brink außerdem ein angesehener Archäologe ist. Und Maggie ist bekannt für ihre Begabung, fremde Sprachen zu lernen. Ist das reiner Zufall? Nein, überhaupt nicht. Wir wollten für diese Mission nur die Besten haben. Dr. Brink und Mrs. Robbins haben keine engen Spezialgebiete. Beide haben ein breites Wissen, sind hochgebildet und kreative Denker. Gilt das auch für Sie, Commander Low? Mein Job ist es, alle lebendig nach Hause zu bringen. Ich muss nicht brillant sein, ich muss nur vorsichtig sein. Die anderen beiden Crewmitglieder werden im Shuttle bleiben. Ken Borden ist unser erfahrenster Shuttle-Pilot. Cora Miles ist die Spezialistin für unsere Ladung. Wie Sie wissen, ist sie Kandidatin für den Kongress. Aber wir dachten, die Erde zu retten ist wichtiger als ihre Wahlkampagne. Außerdem ist es billiger. Zum Abschied noch eine Nachricht für die Leute auf der Erde? Wir haben genau eine Chance. Wir müssen es richtig machen. Mögen all Ihre Gebete mit uns sein. Hier. Kommt her, Leute. Das Wasser ist ganz warm. Robbins hier. Gehe auf Selbstversorgung.
wundervollen Welt des Alls. Fliegen Sie nicht irgendwo gegen. Ich pass schon auf, Commander. Brink hier. Gehe auf Selbstversorgung. Wie läuft's, Brink? Willkommen an dem Ort, wo sich Geologie und Astronomie treffen. Ein Professor sagte mir mal, Astronomen sind Geologen mit sauberen Händen und schiefem Blick. Werden Sie ihn damit irgendwo zitieren, Robbins? Im Moment bin ich nur Teil des Landungsteams, Commander Lowe. Und damit ein schnurriges Willkommen bei Kitty Plays The Dig. Ja, The Dig ist auch ein Spiel, was meine Kindheit sehr geprägt hat. Auch ähnlich wie bei Erben der Erde wegen der starken Atmosphäre, was vielleicht auch dem Ganzen geschuldet ist, dass die Idee und die Regie in diesem Spiel von Steven Spielberg kommen. Und ich finde, dieses Spiel hat auch an vielen, vielen Stellen sehr viel Filmhaftes. Allein schon diese herrliche Intro-Sequenz, in der ganz einfach dargestellt wird, dass dieser Asteroid auf die Erde zu stürzen droht. Und dass unsere Crew, Low, Brink und Maggie, zu Attila geschickt wurden, um ihn mit Sprengsätzen in eine andere Flugbahn zu lenken. Und das würde ich sagen, fangen wir doch mal an zu tun. Zunächst einmal haben wir hier unser Inventar. Das ist ein bisschen komisch gemacht, weil das so transparent über das Bild kommt, aber eigentlich von der Bedienung her super. Gesagt, ich habe das, ich sollte mich auch bei dem Spiel an die Komplettlösung noch so ziemlich erinnern. Das heißt, das sollte ziemlich wenig Umherirren beinhalten. Die Steuerung ist also eine einfache Point-and-Click-Steuerung ohne Verben, obwohl es ein LucasArts-Adventure ist. Man hat im Endeffekt nur die linke und rechte Maustaste zur Verfügung, man kann also nur angucken und interagieren. Relativ einfach gemacht. Ziemlich schön. Und dann fangen wir einfach mal an und gucken mal hier, was es mit dieser Werkzeugkiste auf sich hat. Das ist das Schwein. Frachtspezialistin Miles kann es mit dem ferngesteuerten Arm abkoppeln. Okay, also diese Werkzeugkiste heißt also Schwein. Aha. Was ich nicht wusste, ist, dass der Rechtsklick tatsächlich sogar das Inventar öffnet. Dann gucken wir doch mal, was wir haben. Und das interessanterweise, das einzige Verb, das es gibt, ist das Untersuche-Verb, mit dem ich mir Sachen aus dem Inventar angucken kann, anstatt sie zu verwenden. Dann gucken wir doch mal, was wir da so haben. Das ist mein Penultimate, mein persönliches elektronisches Notizbuch. Also ein Blackberry. Das ist der Schlüssel, mit dem die Sprengsätze scharf gemacht werden. Okay, den dürfen wir nicht verlieren. Taschenlampe, Standardausführung. Gut, ansonsten gibt es hier nichts Besonderes, beziehungsweise ich gucke mir mal den Penultimate näher an, denn hier kann ich jetzt mit den beiden, die auf dem Shuttle geblieben sind, reden, mit Miles und Borden, und dann reden wir doch mal mit denen. Low an Borden, können Sie mich hören? Als stünden Sie neben mir, Boss. Und hier ist das Dialogsystem. Im Endeffekt hat man immer die Möglichkeit, eine Frage zu stellen, etwas Tiefgründiges zu sagen, das Gespräch zu beenden oder eines der Themen, die man kennt, sozusagen anzusprechen. Dann sprechen wir mal hier über das fliegende Schwein, das interessanterweise an der anderen Stelle nur Werkzeugkiste genannt wird. Können wir das Schwein jetzt haben, Ken? Sagen Sie nur Miles Bescheid, dann können Sie den Quieker zum Markt mitnehmen. Das ist ein großes, hässliches Schwein. Und das nennt Cora immer ihr Baby? Das habe ich gehört, Ken. Und was wir auch sehen ist, dass ein Thema blau hinterlegt wird oder ausgeblaut wird, quasi, um uns zu sagen, dass es keine neuen Informationen mehr gibt. Deswegen hatte ich eben nochmal ein zweites Mal draufgeklickt. Blau, Ende. Also von der Steuerung her, ehrlich gesagt, ziemlich einfach zu verstehen. So, dann funken wir mal Miles an und sagen, wir wollen jetzt unser Schwein haben. Low an Miles, kommen! Ja, 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 Boston. Ich habe sie drauf. Hättest du wohl gern. In deinen Träumen. Übrigens ist es so, ich übergehe jetzt mit diesem anzüglichen Witz, übrigens ist es so, dass meistens diese ersten beiden Felder total nutzlos sind. Da kommt dann irgendwelcher Dialog, der noch irgendwie
witzig ist oder so. Aber für die Mission sind diese beiden Funktionen eigentlich nicht wichtig. Können Sie gleich mal ausprobieren. Wie läuft denn Ihre Wahlkampagne so ganz ohne Sie? Nun, mein Gegner fordert für sich die gleiche Zeit im All. Mit oder ohne Anzug? Bringen Sie unsere Mission nur glatt über die Bühne, Boston. Und im Januar sitze ich im Kongress. Ich wollte Ihnen nur sagen, meine Stimme haben Sie, Cora. Bis mein Gegner Ihnen mehr Geld bietet. Fertig für die Abkopplung der Werkzeugkiste. Ist die Crew aus dem Weg? Dann fliegen wir mal eben aus dem Weg. Crew ist bereit. Vorgang einleiten. Und auch wieder dieses Filmische sieht man hier wieder gut. Nicht nur, dass jetzt hier die Renderqualität etwas angehöht oder erhöht wurde, sondern auch in dem, dass eben hier ein Schnitt zu der Teilansicht von dem Schwein gemacht wurde, was ziemlich unüblich eigentlich ist bei Adventures. Es wäre nicht nötig gewesen, man hätte auch einfach aus der gleichen Perspektive... Alles in Ordnung mit dem Schwein, Cora? Es sieht süß aus, Boston. Seien Sie einfach nett zu meinem Baby. Man hätte auch aus der gleichen Perspektive einfach sehen können, wie das Schwein hochgehoben wird. So, ich werde versuchen, die Leute nicht zu unterbrechen. Beziehungsweise ich schalte jetzt zunächst mal, wenn ich herausfinde, wo war hier das Menü versteckt. Nein, und nein, ich werde nicht Asteroid Lander spielen. Ich hasse dieses Spiel. Es ist F5. Ich werde die Untertitel einschalten, damit ihr auch, wenn ich doch mal reinrede, lesen könnt, was die Leute sagen. So, dann gucken wir uns das Schwein nochmal an. Low an Landungsteam. Ich nehme das Schwein runter zur Oberfläche. Folgen Sie mir. Seien Sie nett zu meinem Baby, Boston. Haben Sie mich gehört? Wir sind bald zurück, Cora. Vermissen Sie mich nicht zu sehr. Low Ende. Übrigens nutzt diese Steam-Version von The Dig einen Filter bei der Vergrößerung. Und anstatt einfach die Pixel zu vergrößern. Und wenn ihr am linken Rand eine Linie seht, das liegt an der Aufnahme, an dem Aufnahmesystem von OBS. Das kann ich leider nicht beeinflussen. Das Fenster ist tatsächlich quadratisch, beziehungsweise eben mit einer unnormalen Aspect Ratio. Also habe ich mich entschlossen, das auch so beizubehalten und links und rechts einfach einen schwarzen Balken hinzumachen. Und man sieht halt hier am linken Rand vom Bildschirm hier, das ist quasi der linke Rand vom eigentlichen Spielfenster, sieht man halt noch den Rahmen des Fensters etwas. Das sollte euch doch hoffentlich nicht stören. So, also dann schauen wir doch mal hier. Genau, Rechtsklick war immer das Inventar. Machen wir das Schwein mal auf. Und wir haben drin einen Sprengsatz, den wir mit der rechten Maustaste ins Inventar befördern. Noch einen Sprengsatz und eine Fräsmaschine für null Gravitation und eine Schaufel, die natürlich im Weltall jetzt nicht allzu viel bringt. Denn wenn wir etwas wegschaufeln würden, würden wir uns ziemlich selbst wegschieben damit. Da ja die Gravitation von Attila quasi null ist. So niedrig, dass wir sie vernachlässigen können. So. Und hier sehen wir Attila in seiner ganzen Schönheit. 4 Quadranten, 2 Sprengsätze, die wir anbringen müssen. Schauen wir uns mal, also Quadrant 1 ist das Schwein. Schauen wir uns mal Quadrant 2 an. Ist auch schon ein Bereich als Zieloberfläche markiert. Noch sonst was finden. Es ist ein bisschen Pixel absuchen, das ist immer so gewesen. Man hat nicht irgendwie so einen Button zum Highlighten der Hotspots. Dort soll Sprengsatz Alpha platziert werden. Okay, Sprengsatz Alpha, das ist eben jener. Der Boden ist zu uneben, um den Sprengsatz zu befestigen. Gut, dann würde ich sagen, einmal
probiere es jetzt mal falsch mit der Schaufel und guck mal, was passiert. Ohne Schwerkraft kann man mit einer Schaufel nicht viel anrichten. Man bekommt einfach keine Hebelwirkung. Und da wird uns das Problem auch noch. Außerdem haben wir hier ein Werkzeug, das extra dafür entwickelt wurde. Nehmen wir also den 0G-Fräser und machen mal die Zieloberfläche glatt. Mal sehen, ob wir Attila noch ein bisschen verschönern können. Jetzt ist es schön und glatt. Einmal den Pickel ausgefräst. So, dann kommt also Sprengsatz Alpha hier hin. Shuttle, Low hier. Wir platzieren den Sprengsatz in Quadrant 2. Bestätigt. Könnten Sie mir dabei mal helfen, Brink? Ich komme sofort, Commander. Perfekte Arbeit, Brink. Ken, die Ladung sitzt. Bestätige. Ich bin so stolz auf euch, Jungs. So, dann wollen wir den noch aktivieren. Seht euch das hübsche rote Lämpchen an, Jungs und Mädels. Ich würde sagen, die Ladung ist scharf. Und dann schauen wir mal, wo die zweite Ladung hinkommt. Ich suche nach dem Hotspot für das All. Der war hier links. Und wir gucken uns den nächsten Quadranten an. Ich würde sagen, unten rechts, Quadrant 4. Die MMO-Zeiger sind vor. Das ist Maggie. Ich habe das Gefühl, hier ist nichts. Schauen wir uns mal den Quadranten 3 an. Und soeben rausgefunden, per Doppelklick kann man schneller zu einem Ort hingehen. Ich werde das jetzt nicht ständig machen, sondern nur, wenn wir schon mal bei einem Ort waren, sodass man mindestens einmal die Exit-Animation sieht. Ich habe das eben zum Ausprobieren hier gemacht. Ich hätte das eigentlich später ausprobieren sollen. So. Hört mal, Jungs und Mädels. Bei diesem Felsen mit dem 0G-Grabgerät zu arbeiten ist, als würde man mit einem Teelöffel eine Sanddüne abtragen wollen. Wir lassen uns besser was anderes einfallen. Hören wir mal, was die Einsatzkontrolle dazu sagt. Einsatzkontrolle? Bevor ich davon überzeugt bin, dass wir hier nichts tun können, werde ich Houston bestimmt nicht rufen. Nur mal eine Minute nachdenken. Also, er meinte ja, den 0G-Fräser hier zu verwenden, wäre wie mit einem Löffel eine Sanddüne wegzuschaufeln. Ich hätte dazu gesagt, ja, einfach mal anfangen, ansonsten wird man nie fertig. Aber gut. Eben hat er sich noch beschwert, dass die Schaufel nicht funktioniert. Cora, Ken, ich klemme die Schaufel unter den Felsen und stemme ihn weg, indem ich mit maximaler Beschleunigung gegen den Asteroiden fliege. Könnte das funktionieren? Meine Daten über die Stabilität von Schaufelgriffen in 0G-Umgebung mit maximaler Beschleunigung sind etwas spärlich. Mit anderen Worten, wer weiß, es könnte funktionieren. Boss, seien Sie vorsichtig. Wenn der Griff zerbricht, werden Sie mit maximaler Beschleunigung gegen Attila geschmettert. Sie kennen doch das Sprichwort. Ob der Stein das Glas trifft oder das Glas den Stein wird's nicht verletzen. Danke für die Ermutigung, Ken. Brink, wenn das hier tatsächlich funktionieren sollte, dann fliegt der Felsen direkt auf Sie zu. Schweben Sie lieber ein bisschen zur Seite. Danke für die Warnung. Und da fliegt der Fels. Sieht aus, als hätte es funktioniert. Sind Sie jetzt nicht doch froh, dass ich dafür gesorgt habe, eine Schaufel mitzunehmen? Mein Motto ist, wenn du es mitnehmen kannst, nimm es mit. Du weißt nie, wofür du es später noch gebrauchen kannst. Ich habe das gleiche Motto, Cora, aber ich dachte, das gilt nur für Frauen in Bars. Wenn du sie mitnehmen kannst,
Vorsicht, Ken. Sie wollen doch nicht als sexistisches Schwein in Maggies Artikel enden. Ich bin nicht hier, um Sie auszuspionieren. Lächeln Sie, Robbins. Die wollen Sie nur ein bisschen ärgern. Wenn Sie sie wirklich für einen Spion halten, würden Sie sowas auf der offenen Frequenz niemals sagen. So. Ich übergehe auch mal hier die ganzen sexistischen Sachen. Kommentiere ganz kurz nur, ja, ich merke, dass sie da sind. Die passen nicht mehr in unsere Zeit. So war das damals, beziehungsweise die Leute sollen tatsächlich genau so dargestellt werden. Eben diese klischeehaften, sexistischen Männer. Naja, muss man nicht unbedingt toll finden. Jetzt habe ich doch länger darüber geredet, als ich wollte. Bringen wir mal den Sprengsatz an. Wie ich eben eigentlich sagen wollte, als ich mich selbst unterbrochen habe, indem ich unvernünftigerweise schon geklickt hatte, erst beschwerte er sich, oder erst sagte er, dass es mit der Schaufel nicht geht, und dann ist die Schaufel doch die Lösung. Dann werden wir doch mal den Sprengsatz Beta mit der Oberfläche benutzen. Shuttle, Low hier. Jetzt platzieren wir den Sprengsatz auf dem Asteroiden in Quadrant 3. Bestätigt. Ich bräuchte hier nochmal Ihre Hilfe, Brink. Natürlich, Commander. Dafür ist er ja schließlich mitgekommen. Und da ist die zweite Sprengladung. Machen wir sie scharf. Der Asteroid hat jetzt ein paar Landungsleuchten, Kinder. So, wir sind durch. Steckt die Gabel rein, Leute. Wer schreibt Ihnen eigentlich die ganzen Sprüche, Commander? Ich habe alles aus den Zeitungen. So, das könnte ich jetzt theoretisch gesehen nachgucken. Es kann sein, dass das in der deutschen Version Boris Schneider-Johne war. Der hat nämlich für, zumindest für Monkey Island-Teile, die deutsche Übersetzung gemacht. Und meiner Meinung nach dabei einen ziemlich guten Job, muss man dazu sagen. Aber was soll ich sagen? Ich bin auch Fanboy von den Spieleveteranen. Also den Journalisten, die früher die ganzen Spielezeitungen geschrieben haben. Und jetzt einen Podcast machen. Wobei von denen mittlerweile nur noch zwei übrig sind, leider. Nicht, weil die gestorben sind, sondern bei den Spiele, beim Podcast sind nur noch zwei übrig. Die anderen haben einfach zu viel zu tun. So, dann wollen wir doch mal zurück zum Schiff und die Bomben zünden. Das wäre Quadrant 1, da ist hoffentlich der Abstand weit genug. Fliegen noch einmal langsam hin. Wir nutzen noch einmal diese Gemütlichkeit hier aus. Müssen wir das Schwein noch mitnehmen? Schauen wir mal, ob er jetzt hergeht und das einfach nur sich näher anschaut. Ich habe doppelt geklickt, das hat aber nichts gebracht. Nein, er schaut sich es nur näher an. Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob einfach ein Funkspruch an Miles ausreichend ist, um die Sprengladungen zu zünden. Low an Borden, können Sie mich hören? Ich bin hier, Boss. Meinen Sie wirklich, dass das Schwein die Explosionen übersteht? Wenn Cora nicht sicher wäre, glauben Sie, sie würde ihr Baby dann da unten lassen? Klingt logisch. Beide Ladungen in Position und scharf. Das war eine neue Rekordzeit. Kommt zurück nach Hause und lasst uns das mit einem 5-Sterne-Menü aus der Tube feiern. Low, Ende. Borden, kommen Sie, Borden. Ich höre Sie, Low. Was gibt es? Sorry, ich habe eben aus Versehen wieder Miles Borden angeklickt. Ich wollte eigentlich den Penultimate schließen. Low, Ende. Fliegen wir also nochmal zum All zurück. Hier funktionierte der Doppelklick eben auch nicht. Das geht nicht immer. Gucken wir mal. Irgendwo, da kann ich zum Shuttle zurück. So. Und wahrscheinlich muss ich jetzt sagen, dass wir die Bomben zünden können. Low an Borden, können Sie mich hören? Was meinen Sie, wie ich durch die NASA-Prüfung gekommen bin? Beide Ladungen in Position und scharf. Hey, das war eine neue Rekordzeit.
Sieht gut da aus, sie jetzt Boss. Das gleiche reden wie eben. Kommen Sie zurück fürs Feuerwerk. Na, jetzt kommt die. Bestätigen Sie alle drinnen. Bestätigt, alle drinnen, Cora. Frachtraum ist klar. Landungsteam ist klar. Shuttle ist klar. Bestätigen Sie, Frachtraum geschlossen. Bestätigt, Frachtraum geschlossen. Jetzt wieder diese filmische Animation. Auch wieder, man merkt direkt, wie die Renderqualität sich ändert. Beziehungsweise wie die Charaktere anders reingerendert werden in die vorgerenderten Hintergründe. Das ist also eine aufgezeichnete, vorgerenderte Animation. Sprengsätze sind scharf. Houston gibt grünes Licht. Sagen Sie wann, Boss? Jetzt! Mal sehen. Ist es der mit dem großen grünen Dreieck oder der mit dem kleinen roten Kreis? Halten Sie die Klappe und tun Sie Scan. Mein Baby wird ungeduldig. Also, dann los. Das wir haben Detonationen Alpha die und beiden Beta. Was zeigen die Instrumente? Es kommt nichts Größeres auf uns. Was meldet das Schwein, Cora? Attila ist immer noch am Stück, aber mit einer Menge seismischer Aktivität und ein paar Rissen. Wir sind wieder stabil. Die Radioaktivität in Quadrant 1 ist im grünen Bereich. Was meint Houston, Ken? Alles bereit für einen Spaziergang an der Oberfläche, wenn Sie wollen. Dann gehen wir, Leute. Mal sehen, wie Attila nach der Schönheitsoperation aussieht. Seid vorsichtig, Kinder. Attila ist jetzt gefährlicher als vor seiner Zähmung. Das waren wirklich tiefsinnige erste Worte beim Betreten des neuen Erdenmondes. Ich halte keine Reden, Robbins. Ich will nur, dass alle am Leben bleiben. Commander, ich kann die Gesteinsproben später nehmen. Zuerst würde ich gerne unter die Oberfläche schauen, dort in den Tunnel hinein. Das hätten wir sowieso irgendwann gemacht, also können wir es auch direkt tun. Einverstanden, Robbins? Ich bin dabei. Ich habe das Schwein gerufen. Wir schicken es voraus, damit es uns den Weg leuchtet. Und nicht vergessen, jeder Fels kann locker sein. Jede Wand kann einstürzen, jederzeit. Bitte seien Sie vorsichtig. Cora, schicken Sie uns bitte das Schwein runter. Wir brauchen Licht. Das Schwein ist also von Tesla. Es hat einen Komm-zu-mir-Algorithmus. Beziehungsweise man kann es sogar direkt selbst navigierend wohin schicken. Und hier folgen die drei dem Schwein hinterher in die jetzt erleuchtete Spalte in Attila hinein. Sehen Sie irgendwas Ungewöhnliches, Brink? Es ist schwer nachzuvollziehen, wie sich dieser Tunnel gebildet hat. Er ist nicht durch die Sprengungen entstanden? Nein, er ist antik. Die Explosionen haben die Tür geöffnet, aber dieser Tunnel? Alt, aber nicht so alt wie der Asteroid. Was bedeutet das? Ich weiß es noch nicht. Es sieht einfach unnatürlich aus. Unten im Tunnel sind einige Gesteinsablagerungen, die nicht hierher zu gehören scheinen. So. Und ich würde sagen, an dieser Stelle unterbreche ich bzw. beende ich die erste Folge. Ich hoffe, ich habe euch angefixt und ihr wollt die nächsten Folgen sehen, denn als nächstes werden wir natürlich diesen antiken Tunnel untersuchen und gucken, wie es weitergeht. Denn The Dig ist nicht ein Spiel, in dem es darum geht, ein paar Sprengladungen an einem Asteroiden anzuspringen und wieder zurück zur Erde zu fliegen, denn dann wäre das Spiel jetzt auch schon zu Ende. Sondern in The Dig geht es unter anderem darum, Sachen zu erforschen, unbekannte Dinge. Und ja, ihr werdet das noch häufiger merken bei Spielen. Das ist so ein Thema, was mich früher fasziniert hat ohne Ende. Und ich fand es immer schade, dass man so wenig über die Sachen rausfinden konnte am Ende. Ich würde sagen, ich packe jetzt erstmal die Würfel aus und habe mich entschieden, es genauso zu machen wie bei Erben der Erde, bei meinem englischen Let's Play. Ich würfel statt 2W6, würfel ich einen W12. Und sage jetzt erst einmal Ciao, miau.